Wo die Inde am Nordeifelrand nahe bei Aachen die Ebene erreicht, liegt Eschweiler. Für den engeren Umkreis ist bereits seit dem 14. Jahrhundert Steinkohlenabbau bezeugt. Im Gefolge der Kupferhöfe kamen hier zahlreiche Metallgewerbe auf, die eine frühe industrielle Entwicklung einleiteten. Der in den Außenbezirken ländliche Ort bekam 1841 Bahnverbindung und wurde 1858 Stadt. Hier nahm 1838 der Eschweiler Bergwerksverein EBV seinen Sitz, der die Kohlengruben des Aachener Reviers zusammenschloss. Die Steinkohle bot auch die Grundlage für die Entstehung einer blühenden Eisengießereiindustrie. In diesem Betrieb, der sich auf die Herstellung gusseiserner Maschinengestelle und Maschinenteile spezialisiert hat, wird Hütteneisen in sogenannten Kupolöfen geschmolzen. In der großen Werkshalle werden seit 20 Jahren auch Takenplatten, Kaminplatten und Ofenplatten nach alten Verfahren und Vorlagen hergestellt. Solche Erzeugnisse aus der Frühzeit des Eisengusses waren seit dem 15. Jahrhundert zur Heizung von Wohnräumen in Gebrauch, was bis dahin nur mit offenen Feuerungen möglich war. Die mit Bildschmuck verzierten rechteckigen Platten wurden bei Bruch meist erneut eingeschmolzen. Die Kupolöfen galten um 1900 als Errungenschaft, weil man in ihnen Steinkohle bzw. Koks statt Holzkohle verwenden konnte. Die Gießpfanne zur Aufnahme der Eisenschmelze wird hier bereits vorgewärmt. Die flachen Platten wurden früher im sogenannten Herdgussverfahren hergestellt. Hierzu legt der Former, der als Gießmeister die alte Technik noch beherrscht, am Boden das Sandbett an. Der aus Frechen bezogene, mit chemischen Zusätzen präparierte Sand hat sich durch die häufige Verwendung beim Eisenguss dunkel gefärbt. Er muss so beschaffen sein, dass er den Abdruck der Form aufnimmt und festhält. Damit sich das flüssige Eisen beim Guss gleichmäßig verteilen kann, wird das aufgeschaufelte Sandbett geebnet. Der Former übersiebt die Oberfläche mit Feinsand, sodass ein lockerer Belag zur Wiedergabe des Bildreliefs entsteht. Es zeigt Lot bei der Flucht aus Gomorra neben einer Zierleiste sowie einer Kartusche mit dem Namenszug Quinte. Die Vorlage entstand in der Südeifler Eisenhütte zu Quint gegen Ende des 17. Jahrhunderts, als biblische Motive zur Illustration der Heizplatten sehr beliebt waren. Solche Formen, die auf ihrer Rückseite mit starken Leisten versteift sind, wurden früher von Formenschneidern in Holz geschnitzt. Beim Einpressen der Bildseite in das Sandbett benutzt der Former zur Verstärkung des Drucks einen schweren, kurzgestielten Hammer und ein Querholz. Damit sich die Konturen des Reliefs sauber ausprägen, muss mit großer Sorgfalt gearbeitet werden. Das gilt besonders für die Ecken und Ränder, die sich leicht aus der ebenen Fläche herausheben. Von den ursprünglichen Holzmodeln, die immer wieder benutzt wurden, blieben nur einzelne Exemplare bewahrt. Die eisernen Bildplatten, die längst nicht mehr für Heizungszwecke benötigt werden, haben in den letzten Jahrzehnten viele Liebhaber gefunden. Selbst Nachgüsse, die sich von Originalen kaum unterscheiden, sind sehr gefragt. Die Reproduktionen werden heute meist mit Hilfe von alten Eisenplatten ausgeformt. Für die Filmdokumentation wurde eigens eine holzähnliche Gießform angefertigt, die es möglich macht, das alte Verfahren handwerksgerecht darzustellen. Wenn das Model fest angeklopft und mit der Wasserwaage horizontal ausgerichtet ist, muss zur Unterfüllung der Ränder weiterer Sand beigeschaufelt werden. Dann setzt der Former schwere Gewichte auf. Sie sorgen dafür, dass sich die Form bei den folgenden Arbeiten nicht mehr verschiebt. Der lockere Sand wird nun an den Außenkanten entlang befestigt, damit die Ränder später unter der Schwere des flüssigen Eisens nicht ausbrechen. Das feinkörnige Material verdichtet sich beim Anpressen und erlangt so die gehörige Festigkeit. Wenn alle Hohlräume gefüllt sind, stopft der Former mit einem Lattenstück
das er als Stößel benutzt, kräftig nach. Der synthetische Formsand enthält durch den Zusatz ölhaltiger Stoffe 4 bis 6% Feuchtigkeit, die ihn geschmeidig macht. Der früher verwendete, lehmige, bodennasse Natursand hatte die gleichen Eigenschaften. Sein Feuchtigkeitsgehalt konnte jedoch nicht genau bestimmt werden. Wenn der Formsand beim Eisenguss zu nass war, begann das flüssige Metall durch den aufsteigenden Wasserdampf zu kochen, sodass beim Erkalten Blasen verblieben. Um dies zu verhindern, mussten in die Umrandung des Sandbettes, die der Former nun wie einen kleinen Wall anlegt, mit dem Luftspieß Abzugskanäle eingestochen werden. Außerdem ließ man das ausgeformte Sandbett über Nacht abtrocknen. Meist wurde dann obenauf mit Staubkohle ein Feuer angelegt, wodurch die Oberfläche verkrustete und den Wasserdampf abwies. Bei der heute verwendeten Sandmischung, die kaum noch Wasser enthält, ist dies nicht mehr erforderlich. Wenn der ringsum angehäufte Sand mit der Hand verdichtet und mit einem Holzbrettchen bis in Kantenhöhe des Models abgestrichen ist, auf diese Weise legt man die Dicke der gusseisernen Platte fest, wird die Umrandung mit einer schmalen eisernen Truffel glatt gestrichen. Gleichzeitig säubert der Former die Außenränder des Sandbettes. Dann kann das Modell gezogen werden, wie man in der Fachsprache das Aufnehmen der Form bezeichnet. Der Former entfernt zunächst die Gewichte, die er zuvor mehrmals vorsichtig aufstößt. Mit leichten Hammerschlägen gegen die Leisten löst er anschließend das eingepresste Bildwerk aus dem Sand. Nun kommt der entscheidende Augenblick. Die Form wird in senkrechtem Zug vorsichtig abgehoben und zur weiteren Verwendung beiseite gestellt. Es zeigt sich, dass der Abdruck in allen Einzelheiten wohl gelungen ist. Die plastisch erhabenen Partien des Bildwerks haben sich gewissermaßen wie ein Negativ in das Gießbett eingeprägt. Kleinere Fehler, die beim Abheben des Modells entstanden, bessert der Former sorgfältig mit den Fingerspitzen aus. Die beiden Vorsprünge am linken Rand, die am Gussstück als Aussparungen erscheinen, sind Kennzeichen für die Ofenplatten. An den Nuten verklammerte man sie zum kastenförmigen Heizkörper. Die Kamin- und die Takenplatten, die auf der Wand hinter dem offenen Herdfeuer angebracht wurden, letztere vor einem Mauerdurchbruch zur Stube, hatten dagegen ungebrochene Ränder. Für jede Platte muss ein eigenes Sandbett angelegt werden, weil der Abdruck der Form beim Herdgussverfahren nur einmal genutzt werden kann. Die Eisenschmelze hat inzwischen die Gießtemperatur von 1400 Grad bis 1450 Grad Celsius erreicht. Wenn der Ofen durch Zerstoßen des Lehmpfropfens aufgestochen ist, schießt das leichtflüssige Metall über die Abzugsrinne in die vorgewärmte Gießpfanne, die 800 Kilogramm fasst. Da jeder Plattenabdruck etwa 50 Kilogramm Eisen aufnimmt, braucht der Behälter nicht ganz gefüllt zu werden. Mit dem frischen Lehmkegel am Ende der langen Stange wird der Ofen bis zum nächsten Abstich verstopft. An der Oberfläche der weißglühenden Eisenschmelze hat sich in dunkler Kruste die Schlacke abgesetzt. Mit einem Bindemittel wird sie zum Zusammenbacken gebracht, sodass man sie an den Rand schieben und als Klumpen abschöpfen kann. Solche Verunreinigungen, die die Qualität der Gussstücke mindern, müssen so gut wie möglich entfernt werden. Die große Eisenpfanne hängt an einer Laufkatze unter dem Hallendach und kann an jede beliebige Stelle transportiert werden. Sie ist für größere Gussstücke mit Kippvorrichtung und Ausguss versehen. Wenn Bildplatten gegossen werden,
füllt man das flüssige Eisen in eine kleine Pfanne um. Der handlichere Behälter nimmt die für eine Platte benötigte Menge auf und kann mit der sogenannten Gießschere von zwei Personen getragen werden. Am unteren Rand der mit Eisen ausgefüllten Fläche erkennt man als Ausbuchtung den Einguss. Bei den vorbereiteten Gießbecken, die in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind, vom letzten ist die Form noch nicht abgehoben, befindet sich auch der Abdruck für ein flaches Maschinenteil. Die Vertiefung zum Auffangen des Gussstrahls liegt außerhalb der eigentlichen Form. Sobald die erkaltenden, etwa 2 cm dicken Platten erstarrt sind, müssen sie mit Sand abgedeckt werden. Dadurch verhindert man Risse im Metall, die durch Temperaturspannungen zwischen Ober- und Unterseite entstehen können. Beim Herdgussverfahren auf offenem Sandbett darf das flüssige Eisen nicht in einem Schwall ausgebracht werden. Es muss langsam einfließen, und zwar so, dass es sich vom hinteren Ende aus bis zu den letzten Partien der Fläche verteilt. Was an der Kante überläuft, ist mit der Platte nur durch eine schwache Randkerbe verbunden und lässt sich später leicht wegbrechen. Die Gussstücke, die über hellrot bis kirschrot bald die dunkle Eisenfarbe annehmen, brauchen, wenn sie mit Sand zugedeckt sind, gut 5 Stunden zum Erkalten. Währenddessen geht in der Werkshalle der reguläre Gießbetrieb weiter. An den Vortagen wurde hier mit übereinandergesetzten, sandgefüllten Rahmen eine größere Anzahl kastenartiger Formen für sperrige Maschinenteile vorbereitet. Beim Guss hält man die Schlackenreste in der Pfanne mit dem Abkehreisen zurück. Die schweren Betonklötze auf der Oberseite des Formkastens verhindern ein Abheben der Decke durch den Gasdruck, der bei der hohen Temperatur im Innern entsteht. Wenn das flüssige Eisen in den Luftlöchern des Formkastens hochsteigt, ist der Guss vollendet. In dieser Eisengießerei hat man sich auf die Herstellung von schweren Maschinen zur Blechbearbeitung spezialisiert. Vor dem letzten Kriege wurden in vielen Betrieben Konstruktionsteile für Brücken, Motorengehäuse, Zahnräder sowie Laternenmasten angefertigt. Gelegentlich noch gusseiserne Geländer und Grabkreuze. Auch große Formen müssen in einem Guss mit Eisen ausgefüllt werden. Für die dreidimensionalen Vorlagen, die man ebenfalls aus Holz bildet, sind die Modellschreiner des Betriebes zuständig. Die Bildplatten gehören nicht zum regelmäßigen Arbeitsprogramm der Gießerei. Wenn genügend Aufträge vorliegen, werden sie nebenher angefertigt. Mit den Nachgüssen alter Ofenplatten werden heute keine Öfen mehr gebaut. Man verwendet sie als Wandschmuck oder als Wandverkleidung für moderne Kamine. Der zusammengebackene Sand aus dem Gießbett wird wieder gebrauchsfähig, wenn man ihn anschließend durchsiebt und frische Zusätze beimengt. Beim Ausheben sind die erstarrten Gussstücke in der Regel noch so heiß, dass man sie nicht mit bloßen Händen anfassen kann. Im Sandbett ist das mit der Form eingetiefte Relief, das sich in plastisch erhabenen Figuren auf das Gusseisen übertragen hat, deutlich erkennbar geblieben. Nachdem der lose anhaftende Sand mit leichten Hammerschlägen entfernt ist,
wird die Platte mit dem vorstehenden Anguss schräg gegen die Mauer beim Arbeitsplatz gelehnt, sodass die Nahtstelle frei liegt. So lässt sich das überflüssige Eisen in der Randlinie mühelos wegbrechen. Um die raue Bruchstelle vor Rostansatz zu schützen, muss sie später beigeschliffen werden. Wenn der Former den angebackenen Sand auf der Oberfläche der Platte mit einer scharfen Drahtbürste abreibt, treten die Bildszene, das dekorative Schuppenmuster der Randleiste und das Zeichen der ursprünglichen Produktionsstätte aus dem mattgrauen, gusseisernen Untergrund hervor. Da die Illustrationen im 16. und 17. Jahrhundert vielfach auf die Heilige Schrift verweisen, konnte man beim alten Bestand an Heizplatten von der ehernen Bibel sprechen. Wegen der altertümlichen Bildwirkung sind solche Reproduktionen, die man in der Eisengießerei von Eschweiler besonders kennzeichnet, als Kunstwerke sehr geschätzt.